Hi Freunde, Mordmanier. Heute Nacht wurde gepatcht und in Summoners War Chronicles auf dem EU-Server ist das Schlachtfeld nun auch verfügbar. Das Schlachtfeld ist so eine Mischung aus PvP und PvE-Modus, jedoch eher der Fokus auf PvP gesetzt, würde ich sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall hier mitzumachen, denn du bekommst eine Vielzahl oder eine riesig große Belohnung, Menge an Belohnungen, quasi wenn es beendet ist. Also du kriegst einen Haufen Gold, du kriegst Himmelsteine und. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Wenn du das jetzt gespielt hast, fragst du dich vielleicht, wie funktioniert das Ganze eigentlich, und das will ich euch in diesem Video genauer erklären. Ich möchte euch außerdem noch ein paar Tipps und Tricks geben, die ich so beim Spielen gemerkt habe, und meine Taktik zum Schlachtfeld einmal vorstellen. Wenn dir das Video gefällt, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit es auch weiteren Leuten vorgeschlagen wird. Hast du generell noch Fragen oder Anregungen zur ganzen Thematik, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche auf alles einzugehen und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass auf YouTube ein Abo da, damit du mir hilfst, auf YouTube zu wachsen und kein Video mehr von mir verpasst. Und zweitens, guck dir gerne auch mal bei Twitch vorbei. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach draufgehen, kurz ein Follow da lassen, und wenn ich nächstes Mal live bin, komm noch dazu und man kann sich so ein bisschen on-stream austauschen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere dazukommt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wie bereits im Intro erwähnt, ist seit heute das Schlachtfeld auf dem EU-Server verfügbar. Das bedeutet, dass ich in der nächsten Zeit Schlachtfeld grinden werde, und das wird auch den meisten von euch so gehen, denn der Großteil der Community spielt jetzt tatsächlich auf den EU-Servern, und deswegen erkläre ich das Ganze hier nochmal ausführlich, wie das Ganze funktioniert, was es für Belohnungen gibt und. Wenn ihr quasi oben ins Menü geht, auf die vier Punkte oben rechts und dann unten links, wo ich quasi vorsitze, habt ihr den Reiter Schlachtfeld. Der ist jetzt neu dazugekommen, und das Schlachtfeld ist so eine Mischung aus PvP und PvE, heißt, ihr habt viele Spieler gegen Spielerkämpfe, aber ihr müsst auch eine Menge Materialien aufbauen. Jeder kann sich so ein bisschen selber aussuchen, mehr oder weniger, was er macht, wird aber auch geforst, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, und es kommt nicht unbedingt darauf an, wie stark ihr seid, sondern könnt auch mit ein bisschen Köpfchen ordentlich Punkte für euer Team ergattern. Wenn wir auf dieses Feld gehen, beziehungsweise hier ins Schlachtfeld rein, werden wir erstmal von Informationen überworfen. Wir haben oben eine Rangliste, ich bin gerade Rang 631, und wir sehen schon, wir sammeln im Spiel Punkte. Wie das mit den Punkten geht, gucken wir uns nachher live im Spiel an. Wichtig ist aber für uns, Platz 1 bis 20 kriegen Sonderbelohnungen. Hoppala, können wir besser sehen, wie zum Beispiel hier den Belohnungsgrad, Schlachtfeld, Transistierer. Ich glaube, das ist ein Titel, den man bekommt. Oder halt ein Titel quasi einfach nur hier als Sondermerkmal. Und ab Stufe 21 oder Platz 21 kriegen alle die gleichen Belohnungen. Platz 1 bekommt 120.000 Himmelssteine und 1.200 Kristalle am Ende der Woche. Ihr seht hier unten bis zum Ende der Saison 6 Tage, 15 Stunden, dann werden immer die Belohnungen erteilt. Und jeder Spieler, der daran teilnimmt, kriegt auf jeden Fall 30.000 Himmelssteine und 300 Kristalle am Ende. Ist, finde ich, sehr, sehr nice. So, dann haben wir noch einen Mondschattenshop. Der ist hier geschlossen, bis wir eine Quest erledigen. Die Quest finden wir unten links im Questmenü, dann in Gebietserkundung. Und dann gibt es hier einmal den blutigen Wald. Hier gibt es drei Geschichten, die wir durchspielen müssen. Und dann gibt es auch noch danach die unvermeidliche Schlacht. Auch nochmal drei Geschichten, die wir durchspielen müssen. Und so werden wir Stück für Stück an das Schlachtfeld rangeführt und lernen die Einzelheiten zum Schlachtfeld, wie das Ganze funktioniert unter anderem. Und schalten dann auch nach und nach Dinge, wie zum Beispiel den Shop frei. So, sonst sehen wir unten noch meinen Rekord. Ich sitze hier gerade vor, ist aber auch nicht so wichtig. Und einen kleinen Tipp. Und wir haben hier oben so einen Questbereich, wo wir nochmal 5000 zusätzliche Himmelssteine verdienen können. Unten sehen wir haben 12 Eintritte, das ist aber nur aktuell so, weil es halt gerade neu rausgekommen ist und jeder das ausprobieren will. Du kriegst am Tag normalerweise 3 Eintritte geschenkt und kannst am Tag 3-mal reingehen, und du kannst das Ganze auch mit Kristallen aufladen, auch bis zu 3 weitere Aufladungen. Hier steht jetzt gerade wöchentliche Aufladung, ich bin mir aber ziemlich sicher, das sind Daily Aufladungen, sodass du am Tag bis zu 6-mal reingehen kannst. Kann aber auch sein, dass du nur in der Woche aufladen kannst, und die das jetzt hier so regeln, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall war es bisher immer so, dass man 3-mal am Tag das Schlachtfeld betreten kann. Darüber sehen wir noch Spielzeiten, und zwar 12 bis 14 Uhr, Gruppenmodus nicht verfügbar, heißt, hier können nur Solospieler rein. 16 bis 18 Uhr ist ein Gruppenmodus verfügbar, 20 bis 22 Uhr wieder kein, also nur Singleplayer, und 23 bis 24 dann auch wieder der Gruppenmodus am Start. Und das Ganze ist in der wilden Arena, wir können nur zu bestimmten Zeiten wirklich aufs Schlachtfeld gehen, es ist also nicht dauerhaft verfügbar.
Das ist hier immer an der Spielzeit zu entnehmen. Sonst sehen wir hier oben, wir haben Kristalle, Gold, Himmelsteine, Schlachtfeld-Siegessiegel und Schlachtfeld-Tickets. Das sind Dinge, die wir auf dem Schlachtfeld gewinnen können. Zumindest Gold. Wir bekommen, glaube ich, zwischen 25.000 und 50.000 Gold pro Runde ungefähr. Ich glaube, wenn wir gewinnen, 50.000. Wenn wir verlieren, 25.000. Wir bekommen Himmelsteine zwischen 5.000 und 15.000, je nachdem, wie aktiv wir im Spiel mitgemacht haben und was wir so für unser Team gerissen haben. Da gibt es am Ende jedes Spiels auch noch eine Rangliste, werdet ihr gleich aber sehen. Und wir haben hier einmal Siegessiegel, auch die bekommen wir am Ende jeder Runde und die können wir dann, zumindest steht es hier, im Mondschattenshop ausgeben und gegen Regenmons eingetauscht werden und eventuell auch noch gegen ein paar andere Items. Könnt ihr dann sehen, wenn der Mondschattenshop freigeschaltet wird. Außerdem gibt es Schlachtfeldstickets, die wir dann natürlich auch zum Eintreten ins Schlachtfeld in Zukunft benutzen können. Ja, das alles zur Theorie. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt Ganze mal in der Praxis an und gucken, wie das Ganze wirklich funktioniert. Sobald ihr unten rechts auf Matching klickt, kommt ihr direkt in die Matching Area und das Ganze geht los. Es wird 9 gegen 9 quasi gespielt. Im Single-Modus haben wir natürlich ein Team aus 9 zufälligen Spielern. Im Gruppenmodus würfeln sich Gruppen zusammen oder ihr bekommt eine große Gruppe, je nachdem wie viele Leute ihr quasi beim Spiel dabei habt. 9 gegen 9 und hier oben stehen quasi eure Teammitglieder, mit denen ihr quasi im Chat kommunizieren könnt. Ihr habt hier einen Schlachtfan-Channel, könnt hier reinschreiben, hi, und schreibt dann quasi mit euren Teammitgliedern, let's all push Bossen mit. Und wenn wir hier oben aufs Feld gehen, erstmal gehen wir hier oben drauf und rüsten unsere Monster aus, die wir spielen wollen. Ich würde euch dann Arena-Team empfehlen. Bei mir ist es Theomos, Bastet und Ariel. Kann man ausrüsten, sind aber auch natürlich andere Möglichkeiten zur Verfügung. So, auf der Karte sehen wir schon einige Dinge. Wir haben zum Beispiel hier einen Boss zu sehen, den wir töten können, der uns eine Menge Punkte bringt. Und wir haben ganz, ganz viele andere Items, die um uns herum sind, die auch einige Bonis geben. Außerdem haben wir andere Spieler, gegen die wir auch kämpfen können und wir haben einige Dinge, die wir hier in der Arena mehr oder weniger zu tun haben. Ich habe schon gesagt, es ist PvE und PvP-lastig. PvE, weil wir hier wirklich an meinen Mineralien stehen und dauerhaft abbauen und dadurch Punkte bekommen. Wir haben hier eine große Karte, ich mache die einmal auf, wo wir quasi von außen hin wenig Punkte, die wir bekommen, bis zur Mitte ganz viele Punkte. Ihr seht hier mehrere Kristalle, die wir mehr oder weniger abfarmen können, die uns am Ende Punkte bringen in Form von Himmelsstein. Ihr seht hier oben auch meine Punkte und die Punkte des Teams quasi, die wir zu erledigen haben. Ziel des Spiels ist es, pro Team 50.000 Punkte insgesamt zusammenzubekommen und Punkte sammelt man, indem man quasi Dinge abbaut. In der Mitte ist der wichtigste Punkt, wie ich bereits gesagt habe, und die gilt es zu verteidigen, denn wir als unser Team wollen die Mitte halten. Wir wollen dem Gegner im besten Fall keine Möglichkeit geben, hier abzubauen und deswegen wird in der Mitte am meisten um den Punkt halt auch gefightet. Macht am meisten Sinn, den Punkt in der Mitte zu halten. Ihr solltet also am Anfang des Spiels einmal mit euren Teamkameraden kommunizieren, was der Plan ist, aber den Fokus ganz klar auf die Mitte legen, um dort Himmelssteine zu sammeln. Ihr habt noch ganz viele andere Möglichkeiten, Himmelssteine zu sammeln. Ich sammle jetzt hier einfach mal noch ein paar kurz und erkläre euch dann beim Laufen, was für Möglichkeiten es noch gibt. Ihr seht also hier bei dem Kristallpunkt, wir kriegen 100 Himmelssteine pro Abbauen. Wir kriegen außerdem gerade noch wegen dem Event so ein paar Frühlingsblumen. Die sind aber erstmal egal. Hauptsache, wir kriegen hier 100 Kristalle pro Abbauen, die erstmal uns Punkte geben hier oben, die wir am Ende aber auch abgeben können, um quasi das Ganze zu beenden. So, ich habe jetzt mal 2000 Punkte gesammelt. Wenn wir jetzt weiter nach außen gehen, haben wir ja noch Monster, die wir besiegen können. Hier wird gerade gekämpft. Komm, ich unterstütze mal eben meinen Teammate. Okay, jetzt ist noch wer vom gegnerischen Team. Da sind wir 2 gegen 1. Ich hau mal lieber hier ab. Ihr seht, wir haben hier aber ganz, ganz viele andere Spots noch mit Kristallen. Ich werde jetzt hier gerade verfolgt. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nicht fighten. Ich möchte euch ja hier zeigen, was noch so gemacht werden kann. Wir haben hier zum Beispiel noch Kristalle ganz außen. Wenn wir die abbauen, kriegen wir am Ende 40 Punkte. Ich werde jetzt hier gezwungen zu kämpfen. Dann kämpfe ich nicht. Ja, bin gestorben. Vielen Dank. Wurde einfach mal kurz umgeburstet von dem Soldat. Ist aber nicht so wild. So, wir sind jetzt hier gestorben. Wenn man stirbt, muss man kurz 10 Sekunden auf dem Boden liegen bleiben, kann sich dann wiederbeleben. Wiederbeleben und kann dann wieder am Spiel teilhaben und verliert tatsächlich nicht die Kristalle, die man quasi
um sich gesammelt hat. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir hier einige Kristalle, die wir auch am Rand abbauen können. Die geben aber nur 40 Himmelsplitter. Wir haben hier so Vasen, die wir zerstören können. Da sind auch Himmelsplitter drin. 50 Stück nämlich pro Vase. Können wir dann auch so öffnen. Und wir können halt, wie gesagt, hier am Rand nochmal diese Himmelssteine abbauen. Das ist natürlich weniger Action. Die geben aber auch nur 40. Und wir haben hier in der Mitte so mittlere Himmelssteine. Die können wir auch abgeben. Abfahren. Die geben 70 Punkte pro Stein. Wenn wir jetzt genug Himmelssteine haben, so wie ich, können wir uns hier in die Mitte am Rand an so eine Raffinerie stellen. Wir stellen uns quasi hin und geben unsere Himmelssteine, die wir gesammelt haben, ab und kriegen dafür Punkte. Ich habe jetzt gerade 1275 Punkte. Wenn ich meine 2000 Dinge abgebe, werden wir einen ordentlichen Punkteschub bekommen. Und auch fürs ganze Team, ihr werdet es gleich sehen, lohnt sich das Ganze. Wir haben jetzt hier 3400 Punkte. Das Team hat nochmal ordentlich Punkte bekommen. Und das ist das Ziel des Spiels, quasi Himmelssteine sammeln und diese in Punkte einzutauschen. Wie gesagt, in der Mitte lohnt sich am meisten. Ich zeige euch noch einmal kurz hier am Rand. Hier haben wir die mittlere Stufe mit den Kristallen. Da kriegen wir pro Kristall, den wir abbauen, 70 Splitter oder pro Abbauelement 70 Splitter und können diese dann auch wieder hier sammeln, um diese am Ende da drüben wieder abzugeben. Ihr seht, Bilou gibt die gerade ab. Ich werde jetzt hier einfach weiter durchfahren. Wir brauchen jetzt noch knapp 1100 Punkte und dann haben wir die Runde gewonnen und dann kommen wir zur Rangliste und zu den Belohnungen. Ihr seht, ich habe jetzt gerade mal 3610 Punkte. Wenn man sich das anguckt, ist das relativ schlecht in der Rangliste. Ist aber kein Problem, denn wir bekommen natürlich trotzdem Belohnung. Als Siegesteam habe ich jetzt hier 9000 Himmelssteine bekommen, bin quasi Platz 7 von uns. Drei Himmelsmarken oder hier diese Marken, Siegesmarken und 50.000 Gold, weil ich noch ein Blättchen habe. Das gegnerische Team hat nur 25.000 Gold bekommen und tendenziell auch weniger Himmelssteine und weniger Marken. Außerdem gibt es hier noch einen MVP-Bonus, quasi für den, der die meisten Steine gesammelt hat. Ist hier ganz rechts, M für Materialien. 9280, da haben wir nur 3652 Punkte bekommen. Und K ist hier unten der MVP, das sind Kills, die gemacht wurden, die wir quasi bekommen. Und A sind Assist, wenn wir mit wem zusammengekämpft haben, kriegen wir zum Beispiel Assist-Punkte. Also ihr seht, es macht auf jeden Fall Sinn, um am Ende gute Belohnung zu bekommen und auch um hier einen Bonus zu bekommen, deutlich Spieler zu jagen, um quasi den MVP für Kämpfer zu bekommen oder auch Materialien zu sammeln, um den MVP für Materialiensammler zu bekommen. Und am Ende geht es natürlich daran, im Team zusammenzuarbeiten, um zu gewinnen, damit ihr die 50.000 Goldmünzen bekommt und eine Menge Himmelssteine und ein paar Siegesmarken. Ja, das war so das Schlachtfeld. Ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden von der Praxis her und ich habe das Ganze einigermaßen gut erklärt. Ist natürlich immer schwierig, wenn man nebenbei spielt und erklärt, aber ich glaube, das sollte der ein oder andere hier verstanden haben. Ja, das war das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so war, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen, damit es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Habt ihr generell noch andere Fragen oder Anregungen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche auf alles einzugehen und versuche alles mit euch irgendwie zu beantworten. Und lasst uns doch gerne auch in den Kommentaren über Taktiken sprechen, die ihr vielleicht anwendet. Seid ihr so, dass ihr übers Spielfeld rennt und eher die gegnerischen Spieler ummetzeln wollt, um sie zu hindern, Himmelssteine zu sammeln? Oder seid ihr in der vordersten Front und sei die ganze Zeit schön am Ackern, um selber Himmelssteine zu bekommen und quasi die am Ende in der Raffinerie abzugeben. Schreibt doch mal einfach in die Kommentare, was ihr so am liebsten macht und wie ihr euch das so oder was ihr so im Spiel präferiert erledigt. Ja, und tut mir zwei Gefallen. Erstens, lass gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit ich wachse auf YouTube und du kein Video mehr von mir verpasst. Gerade zu Summoners War ganz viel Content, aber auch zu anderen Spielen wie Elden Ring, New World, WoW, Pokémon und. Also auf meinem Kanal findest du sehr, sehr viel. Guck da gerne rein. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und zweitens, ich bin fast täglich live auf Twitch. Guck doch mal unten in der Beschreibung, findest du auch meinen Twitch-Link. Da einfach mal eben draufgehen, Follow da lassen, in den Chat schreiben, wenn ich live bin und mich vielleicht mal privat oder on-stream kennenlernen. Bisschen austauschen, bisschen talken, würde ich mich auch sehr darüber freuen, den einen oder anderen von euch im Chat begrüßen zu dürfen und kennenzulernen. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Twitch-Chat oder im nächsten Video wieder und ich lese den einen oder anderen in den Kommentaren. Bis dahin, euer Mottenmann und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß auf dem Schlachtfeld und eine Menge Spaß in Summoners War Chronicles und natürlich noch einen schönen Tag und weil es gerade aktuell ist, demnächst auch schöne Osterfeiertage. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!